eigentlich ein melancholischer Mensch oder trauriger oder müde? Nee, ich bin nicht traurig. Ich bin nur nicht nur lustig. Also ich lach viel. Aber ich bin, ich habe eben, also ich bin Mensch. Ich bin nicht nur Fassade. Also ich denke, dass ich Tiefe habe. Und zu Tiefe gehört natürlich auch mal traurig sein können und mal böse sein können. Aber auch eben lustig sein können. Also ohne diese Tiefe kann ich eben nicht so richtig lachen. Ja? Und da stehen sie nun an der Pommesbude in Zweierreihe und warten auf das, was ihnen gebührt. Guten Tag! Einmal doppelt Pommes mit Mayonnaise im Schälchen. Ja! Hier die Pommes! Dankeschön, das Geld! Ja, mein Leben. Ich bin geboren 1955. Meine Eltern waren nicht sehr vermögend. Wir haben eine kleine Wohnung gehabt. Habe ich neulich noch mal überlegt. Wir hatten ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und Tante Erna hatte auch ein ganz kleines Zimmer und in dem Zimmer war das Telefon. Da hat man eine kleine Küche. Da kam der Bäcker immer ans Fenster und reichte das Brot rein. Ich glaube dienstags und freitags oder irgendwie so. Denn. Und dann waren wir zu fünft erst, ohne meine kleine Schwester, die ist erst später geboren. Also meine große Schwester, dann ich. Wir hatten zusammen ein Kinderzimmer mit so einem Doppelbett, wo wir immer drauf rumgetobt haben. Ja, dann bin ich irgendwie in die Schule gekommen, mit 6, glaube ich. Mit ihr. Als ich dann zum Gymnasium kam, sind wir, glaube ich, umgezogen in eine andere Wohnung, wo meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter lebt nicht mehr jetzt. Tante Erna und mein Vater, die wohnen jetzt seit 40 Jahren in derselben Wohnung in Mülheim an der Ruhr. Und jetzt müssen sie vielleicht umziehen in eine Parterre-Wohnung, weil das dann doch etwas, wenn man älter wird, eine Parterre-Wohnung eigentlich schöner ist. Da kann man nämlich raus. Besser. Ja, das macht die Katz, macht die Katze. Macht die richtige Katze. Toll. Ja, auf dem Gymnasium war ich erst gut, aber ich war nicht so, ich hatte nicht viele Freunde da. Es war so ein bisschen Klickenwirtschaft. Meine Eltern waren ja, wie gesagt, nicht vollmögend. Und irgendwie gehörte ich da nicht irgendwie so rein in die Clique. Und noch einer hatte auch Probleme, mit den anderen zu spielen. Wir beide allerdings waren die Besten in Latein. Und nach 2 Jahren oder 3 Jahren Gymnasium... Oh Gott, jetzt geht mein Telefon, jetzt muss ich das ausmachen. Sie können ruhig erst antworten. Ja? Steffen, ich mache gerade ein Interview fürs Fernsehen. Ruf doch bitte noch mal später an. Ja. 3 Jahre auf dem Gymnasium und dann sind meine Leistungen stark abgefallen, weil ich angefangen habe zu rauchen. Erst Zigaretten und dann nachher auch Haschisch habe ich angefangen zu rauchen. Ich glaube mit 13, 14 schon. Und dann bin ich irgendwie so... Irgendwann war klar, bin ich von der Schule geflogen oder gegangen. Marihuana ist nicht gut. Tu mal lieber die Märchen. Tu mal lieber die Märchen, Mama. Tu mal lieber die Märchen. Die Märchen, gib die Märchen. Ja, und dann bin ich letztendlich doch Musiker geworden, nach etlichen Versuchen, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, als Bauzeichner oder Landschaftsgärtner habe ich es versucht. Dekorateur, bin ich dann doch Musiker geworden. Dann habe ich einen Weg gefunden, einfach zu machen, was ich will und trotzdem damit einfach meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da habe ich dann meinen Beruf erfunden. Das ist der, den ich jetzt ausführe. Wie man das nennt, weiß ich jetzt nicht. Clown bin ich ja nicht so, Kabarettist gar nicht, Schauspieler auch nicht. Musiker bin ich, Entertainer, Komiker. Könnte ich jetzt sagen,
ja. Aber das gibt's eben gar nicht. Also diesen Beruf gibt's nicht, also den ich da aufführe. Das hat man früher immer mir nachgesagt. Der Helge ist ein Tausendsasser. Eine schöne Sache. Tausendsasser, auch ein schöner Beruf. Guten Tag, ich will Tausendsasser werden. Ich hätte gerne eine Stelle als, bei Ihnen als Tausendsasser. Bei Volvo oder so. Nachdem ich dann die ersten Kinder auch hatte, ein angenommenes und ein leibliches, dann kam schnell noch ein anderes Kind dazu. Hatte ich auf einmal 3 Kinder von 2 verschiedenen Frauen. Und dann kam irgendwann nach 20 Jahren noch ein kleines Kind dazu von einer wiederum anderen Frau, mit der ich jetzt sozusagen zusammenlebe, mit dem kleinen Kind. Ich bin doch ein normaler Mensch wie andere auch, ne? Ja, und zwischendurch muss ich immer auftreten. Da sind meine Auftritte. Die mache ich jetzt schon circa 30 Jahre lang. Das war so einer der ersten Auftragsarbeiten. Ja, das ist meine Vita. Na, ist ja so, wenn man sowas macht, was ich mache, und das hat jemand, also jemand kommt dann und sieht sowas zum ersten Mal, dann ist er erstmal, also jetzt vielleicht nicht mehr so, wenn er das schon von gehört hat, aber damals war ich ja unbekannt. Und dann denkt er erst, was ist das denn? Was macht der denn da? Wie, was nimmt er sich denn für eine Freiheit? Das ist ja unglaublich. Und dann hat man also diese Polarisierung gehabt. Auf der einen Seite, was macht der denn da? Das kann ich auch. Das kann doch jeder. Stimmt natürlich nicht. Denn ich habe ja immer Musik gemacht dabei, die keiner kann. Nur ich. Und auch, eigentlich kann das keiner, was ich erzähle, kann auch keiner. Weil sich keiner diese Freiheit erlaubt. Das ist das. Und dann gab es eben die Leute, die sich davon angesprochen fühlten. Und die gesagt haben, Mensch, der entführt mich jetzt in den Unsinn. Nicht zu verwechseln mit Nichtsinn, mit Nonsens. Das ist der falsche Begriff. Unsinn ist besser. Also nicht Sinn, sondern Unsinn, also das Gegenteil, also Verrücktheiten. Und dazu habe ich aber immer die Realität, also den Alltag benutzt. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich habe den Leuten einfach damit auch gezeigt, dass der Alltag oder dass der Mensch, also so wie er ist, eigentlich auch völlig absurd ist. Und das mache ich eigentlich heute noch. Das ist ganz einfach. Da stehen sie nun in 2er Reihen vor der Pommesbude und warten auf das, was ihnen gebührt. Ich will einfach nicht diese Zwänge haben. Ich sehe das ja bei anderen Leuten, dass die Zwänge haben. Das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, man ist einfach nicht so wichtig, dass man sich diese Zwänge auch noch auferlegt. Freiheit ist ein wichtiges Wort. Freiheit ist wichtig. Das ist wichtig. Die Freiheit ist doch ein bisschen größer als der einzelne Mensch, der bloß weil er sich wichtig nimmt, sich jetzt diese Grenzen setzt. Und ich sitz in meinem Käfig und ich bin verdammt allein. Und da steht dieses Kind und schaut in meinen Käfig rein.